Jo, Freunde, da sind wir wieder. Freizeitsnacker, wieder Freunde und Folge von kurz gesnackt, joa. Und mit Thema 28 Black Pauper, joa. Habe ich mir vorhin gekauft und ich wollte meinen normalen 28 Black holen, aber den hatten die den nicht mehr und ich habe mir jetzt irgendwie so eine neue Säule, stelle ich mal hier hin, zu kurz gesnackt. Haben auch das neue Design, aber Chips sind die auch am Start, Freunde. Hehe, zwei Tüten, Leute. Okay. Funny frisch, Leute, moin. Okay, ja, und 28 Black, da ist ja eigentlich so eine Luxusmarke ohne Energy Drinks. Und ja, hier mit dem neuen Design ist auf jeden Fall voll geil. Hier, bei den grünen, ja, eigentlich kein Stativ am Start, Leute. Und ja, ist ein bisschen länger keine Videos rausgehauen, und das hat natürlich auch private Gründe, aber ja, jetzt geht sie vielleicht weiter, weiß ich noch nicht. Und ja, 28 Black ist nicht so groß, die Dose hier nur 250 Milliliter. Ich wollte ihn schon unterwegs trinken, aber ja, konnte ich ihn nicht reviewen und alles natürlich auch doof, ne? Joa, würde ich sagen, machen wir das Ding mal auf hier und joa, boah, alle, Leute, boah, alle, der Dampf, alle, da habe ich aber gut hier abgefangen, boah, alle, okay, Glas habe ich am Start. Oh, habe ich gerade nicht so viel Platz auf meinem Foodtable, weil da steht halt immer das ganze Gesnacke. Und ja, gieß mir mal. Oh, der ist grün. Oh, die Verpackung, lol. Der Original ist irgendwie so rot. Oder, ja, so rot, bisschen lila mäßig, so rot. Und der ist hier grün. Alle. Ja, auf jeden Fall Baobab, da weiß ich gar nicht, was das ist. Aber hier steht noch, da das irgendwas mit Limette zu tun hat. Also das Limette ist da auch drin, auf jeden Fall. Ja, Leute, würde ich sagen, nehmen wir mal einen Schluck. Ja. Nehmen wir noch einen Schluck. Der ist gut, ja. Und der schmeckt ein bisschen wie der Rockstar Lime da, den habe ich auch schon mal reviewt, der war schon ein bisschen länger her. Und ja, ansonsten halt die Mitte, aber der hat irgendwie so Unterton, der schmeckt ein bisschen nach Sommer, würde ich fast sagen. Boah, vielleicht gibt es ja auch deshalb jetzt hier neu im Sommer, also ihr habt den noch nicht vorher gesehen, hat er auch das neue Design. Ja, und finde ich auf jeden Fall geil, Malle. Könnt ihr auf jeden Fall trinken und ja, den kann ich euch empfehlen, wenn ihr normal 28 Black mögt. Der schmeckt auch sehr qualitativ, sag ich mal. Hier nochmal grün, Alter. So, ich snack hier noch ein bisschen weiter. Vielleicht mache ich gleich noch eine Review von den Kesselchips hier. Ja, könnt ihr auch vorbeischauen, ne, mal. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Freizeitsnack. Ich war hier so nicht so wie drin in dem Video, aber dann mit den Reviews, das wird wieder, Leute. Tschüss.